Live dabei zu sein. Ja, dann herzlich willkommen zum Sonntag-Live-Training, inzwischen schon eine feste Institution hier. Das ABC zu deinem persönlichen Erfolgsjahr 2021, wie du jegliche Bremsen löst, um erfolgreich zu werden. Darum geht es jetzt. Wir werden darüber sprechen. Du wirst das ABC des Zielesetzens lernen und erfahren, auf was du unbedingt achten musst, damit du künftig deine Ziele auch erreichst. Und du wirst die fünf elementar, eigentlich sind es sechs oder sogar sieben elementare Schritte kennenlernen, die du auf jeden Fall gehen darfst, um nicht weiter auf der Stelle zu treten. Ja? Das ist so das Ding. Genau. Schreibt auch gerne mal rein, von wo ihr zugeschaltet seid. Damit ich auch das mal weiß, ist ja interessant, wie man sich übers Web inzwischen vernetzen kann. Wir sind ja aktuell hier gerade noch im Saarland bis kurz nach Weihnachten. Dann werden wir wieder unterwegs sein und trotz dieser besonderen Zeit. Von wo bist du zugeschaltet? Melanie, guten Morgen! Melanie aus Köln. Die Elisabeth aus dem wunderbaren Österreich. Bettina, bei dir weiß ich es gerade nicht genau. Genau. So, also, wir werden auch darüber sprechen. Wir werden eigentlich zwei ABC-Geschichten uns anschauen. Ein ABC steht für A, Ausdauer. Du brauchst Ausdauer. B steht für Bestimmung. Das heißt, um wirklich erfolgreich, also diese Ziele dir auch zu setzen, die du wirklich haben möchtest. Guten Morgen, liebe Marion aus Frankfurt. Ziele, die du dir setzt, wenn du sie auch wirklich erreichen möchtest, dass so etwas auch in dir da ist, das dafür brennt, ist ganz wichtig. A, Ausdauer, B, Bestimmung. Du musst deine Lebensaufgabe kennen. Du musst wissen, was deine Mission ist, warum du hier bist. Und C steht für Commitment. Das sind die Dinge, die du selbst beeinflussen kannst. Das werden wir uns gleich näher anschauen und auch der Unterschied zwischen A, B und C Zielen und warum es so wichtig ist, dass du dir ein C Ziel setzt und nicht weiter dich mit A und B Zielen zufrieden gibst. Ja? Also, wenn du so magst, herzlich willkommen zum ersten Tag in deinem neuen Leben mit mehr Freude, Leichtigkeit und Klarheit. Meine mentale Ausrichtung ist es, dass die nächsten etwa 60 Minuten hier wirklich magisch lebensverändernd für dich sein können. Deshalb gratuliere ich dir auch, dass du hier bist. Nichts ist mehr so, wie es war. Das haben wir insbesondere in diesem Jahr gemerkt und stecken ja auch immer noch irgendwo drin. Und ich glaube, eines ist ganz, ganz deutlich geworden und wird immer deutlicher, um was es wirklich geht. Und was die einzige Sicherheit ist, die Mann, die Frau hat, das, was in uns verborgen ist, unser eigenes Potenzial in die Welt herauszutragen. Und wenn dir das gelingt, und deshalb bist du ja auch hier, das möchtest du ja auch, dein eigenes Potenzial entdecken und entfalten, dann bist du völlig unabhängig von jeglichen äußeren Umständen. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen spooky für den Denker, für den Verstand, es wird aber noch deutlich werden, dass es wirklich so ist. Und diese ganze Situation hier, die birgt ja wirklich so eine, für die Masse da draußen, so eine Negativspirale in sich. Und die möchte ich mit dir heute durchsprechen. Wer ist dabei? Schreib mal ein Ja in den Chat rein, ins Kommentarfeld. Wer will diese Negativspirale, in der du bis eben noch so ein bisschen drin gesteckt hast? Wer will die heute jetzt hier durchsprechen und verlassen? Schreib mal ein Ja oder schenk mir ein Herzlein. Genau. Denn ich denke, du bist ja hier, weil du wirklich mehr aus deinem Leben machen möchtest, weil du dein volles Potenzial entfalten möchtest, weil du dir eigentlich tief in deinem Herzen ein freies Leben gestalten möchtest. Und vielleicht geht es dir aktuell auch so, wie es mir früher ging. Du fühlst dich beruflich schon lange irgendwie fehl am Platz, stellst dir vielleicht seit Wochen oder sogar schon seit Jahren oder Monaten die Frage, warum du eigentlich hier bist auf der Erde. Und das ist auch das Ding, wo es gibt das schöne Sprichwort, wo die Seele sich mit dem Körper unterhält und die Seele sagt zu dem Körper, geh du vor, auf mich hört er nicht. Mit er ist der Mensch gemeint.
Und dann sagt der Körper, okay, ich werde krank werden, dann wird er auf dich hören. Das ist das Ding, wo die Seele, wenn die keinen Rat mehr weiß, um es mal so auszudrücken, weil wir haben es ja nie gelernt, diese leise Sprache der Seele wahrzunehmen, zu deuten, auf unser Herz zu lauschen. Wir sind ja in ganz andere Richtung geprägt worden. Dann krebsen wir im wahrsten Sinne des Wortes dahin, wie der Volksmund es so schön sagt. Was geschieht dann unter Umständen? Dann schickt der Körper uns auch die Disharmonie, ich nenne es jetzt bewusst Disharmonie, Krebs. Ich habe gerade die Woche noch mit einer wunderbaren Frau gesprochen, die hat schon zwei oder dreimal diese Diagnose gehabt, ist immer wieder quasi so auf der Schippe gesprungen. Und wenn du dir dann erlaubst, in dem Moment, wenn du wirklich schon solche Diagnosen oder in die Richtung, ich hatte, also vor der Diagnose Krebs wollte ich, ja, bevor die kam, wollte ich die Kurve kriegen. Das war der Grund, warum ich wirklich auch gekündigt hatte im öffentlichen Dienst und begonnen habe, mein eigenes Ding zu machen. Wenn du dir erlaubst, dein eigenes Ding zu machen, und das willst du ja auch, deshalb bist du ja auch hier, dann hat die Seele im Grunde genommen keinen Grund mehr, dir solche Disharmonien zu schicken, in Form von, ja, ich nenne es jetzt mal Krankheitssymptomen, Disharmonien. Ja? Warum dein eigenes Ding machen? Damit du auch auf der sicheren Seite des Lebens ankommst, damit du dir ein stabiles Einkommen sicherst und nicht von äußeren Umständen abhängig bist, wie das gerade noch bis eben der Fall bei dir war. Und vielleicht hast du die Herausforderung oder das Problem, dass du es auch schon versucht hast, hat aber nicht so richtig funktioniert, weil dir einfach die Klarheit und das Vertrauen fehlt, was dein Weg ist und dass du auch tatsächlich auf dem richtigen Weg bist. Ja? Deshalb Glückwunsch, dass du hier bist. Wir werden jetzt über die genaue Anleitung dafür sprechen. Wir haben ja auch ein paar neue hier dabei. Diese Woche sind wieder, weiß nicht so, 15, 20 wunderbare neue. Dann diese Woche, glaube ich, nur Frauen dazugekommen. Für die, die mich nicht kennen, zwei Sätze zu mir. Ich helfe Frauen mit Hilfe ihres Seelenplanes, das Hamsterrad zu verlassen, um selbstbestimmt mehr Freude, Leichtigkeit, Spaß und Geld im Leben zu haben. Ich bin seit 2005 auf diesem Weg. Inzwischen gibt es die Irmgard Anna Bronder Akademie mit unterschiedlichen Mentoring-Programmen, wo ich dich einfach in dein freies Leben ganz nach deinem Herzen begleite. Und ganz ehrlich, es gab Zeiten in meinem Leben, wo ich genauso wie du spürte, dass es im Leben noch mehr geben muss als das, was ich gerade da im Außen als meine Lebenswirklichkeit vorfinde. Habe 30 Jahre im öffentlichen Dienst gearbeitet, war zwar die ersten Jahre sehr stolz auf die Stelle, aber im Laufe der Jahre wurde ich einfach zunehmend unzufriedener, fühlte mich fehl am Platz und ich wollte mir auch mein Leben nicht mehr von anderen vorschreiben lassen. Ich wollte selbst bestimmen, wie viel Einkommen ich habe. Ich wollte selbst bestimmen, wie viel Urlaub ich machen darf. Ich wollte selbst bestimmen, wann ich Urlaub machen darf. Ich wollte selbst bestimmen, wo ich mich überhaupt aufhalte auf dieser wunderschönen Erde. Ja? Und wahrscheinlich kommt dir das alles bekannt vor. Deshalb lass uns starten. Jetzt geht's um dich. Okay, bist du bereit? Hallo, liebe Barbara. Guten Morgen. So, fangen wir mal damit an. Warum es denn eigentlich, ja, ich sag mal, verdammt gut ist, sich Ziele zu setzen. Denn generell Menschen, die sich Ziele setzen und ein wirklich klares Ziel vor Augen haben, die handeln anders, die handeln aktiv. Und wenn wir uns Ziele setzen, und da kommt es darauf an, dass man sich die richtigen Ziele setzt, dann ist man auch motiviert, dann hat man den Motor angeschaltet. Du kannst das metaphorisch gesprochen auch so vorstellen. Du sitzt in einem Ferrari, fährst aber nicht los, weil du auch gar nicht weißt, wohin. Warum solltest du den Motor anschalten, also motiviert sein, den Motor, den Zündschlüssel umdrehen, wenn du gar nicht weißt, wohin du fahren willst? Oder ein anderes Beispiel, wenn du dir keine klaren Ziele setzt, die Klarheit hast, wo geht es in deinem Leben überhaupt hin, dann, das ist vielleicht das bessere Beispiel für uns Frauen, dann sitzen wir auf einem Boot in diesem großen Ozean des Lebens und schippern in der Gegend rum, gucken mal da und mal da und mal da und kommen nirgendwo an und wundern uns dann nicht nur, warum die Seele uns Botschaften schickt über den Körper, um uns darauf aufmerksam zu machen, hey, du bist auf dem Holzweg unterwegs.
Entdecke doch mal deine Lebensaufgabe, damit du mal dir wirklich ein Ziel setzen kannst und da zielgerichtet mal da in diese Richtung gehen oder fahren oder düsen kannst. Ja? Und wir haben dann das Gefühl, wir sind mal angekommen bei uns selbst, in unserer Mitte. Jetzt mal noch eine Frage. Wer ist es denn wirklich leid, 2021 so weiterzumachen wie bisher? Wer will jetzt endlich etwas ändern? Schreibt da mal ein Ich ins Kommentarfeld rein. Auch diejenigen, die es im Replay noch anschauen. Einfach Hashtag Replay Ich. Wer ist es leid, 2021 so weiterzumachen wie bisher? Und wir haben ja jetzt schon öfter darüber gesprochen, wie wir uns unsere Lebenswirklichkeit erschaffen. Und die meisten, also man kann sagen, 90% der Menschen, das will ich ja noch mal kurz verdeutlichen, die machen so, die erschaffen sich ihre Lebenswirklichkeit auf dem Weg. Da ist ein erster Schritt, oh je, der Stift hier, der ist zu dick. Ich schreibe dir das hier mal auf, damit es mal deutlicher wird. Das sind erstens mal Gedanken da. Ich hoffe, das sieht man hier. Kann man das in die Kamera zeigen? So, erster Schritt ist der Gedanke da. Das ist immer so eine Zeitverzögerung. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das hier richtig reinhalte. Sieht man das? So sieht man es, ne? Also als allererstes sind die Gedanken da. So, dann diese Gedanken, die lösen entsprechende Gefühle aus. Ich male dir mal diesen Kreislauf hier auf. Dann können wir es besser erläutern, dann wird es deutlicher. So, 90% der Menschen gehen danach vor. Muss ich mal noch mal einen Moment warten, die Zeitverzögerung, damit man das hier auch sieht. So, genau. Okay. So, also erstens sind die Gedanken da, dann kommen die Gefühle dazu. Ein bisschen höher halten. An dritter Stelle stehen dann die Handlungen und dann sind so diese Ergebnisse. Ich habe das hier so rund geschrieben, weil ich dir einfach damit zeigen wollte, wie dieser Kreislauf da ist. Wie dieser Kreislauf da ist. Ja, also ein Gedanke ist da, der verursacht entsprechende Gefühle, der verursacht entsprechende Handlungen, der verursacht entsprechende Ergebnisse. Aufgrund dieser Ergebnisse, dann schließt sich der Kreis wieder, haben wir entsprechende Gedanken, Gefühle, Handlungen und so weiter. In diesem Kreislauf stecken 90% der Menschen drin und versuchen auf dem Weg wirklich sich ihre Lebenswirklichkeit zu erschaffen. Und diese 90%, die machen das auch unbewusst. Die machen das nicht auf der bewussten Ebene. Ja? Aber du bist ja hier. Du willst das ja ändern. So. Deshalb gilt es, an einem anderen Punkt anzusetzen. Und zwar, jetzt habe ich es falsch rum gemacht. Kommt davon, wenn man zu sehr fokussiert ist auf die Kamera, das hier zeigt und währenddessen noch überlegt, ich hätte das anders machen sollen. 95% der Menschen schauen sich die jetzigen Ergebnisse an, die führen zu gewissen Gedanken, die führen zu gewissen Gefühlen und dann kommen die Handlungen. In dem Kreis sind sie drin. Das sind 90% der Menschen oder 95%. Spielt keine Rolle. Die Masse auf jeden Fall. Und das ist das Ding, wenn du das jetzt änderst und hiermit anfängst, also mit deinen Gedanken anfängst, dadurch andere Gefühle dir verursachst, das führt zu anderen Handlungen und das führt zu anderen Ergebnissen. Das ist im Prinzip der Kreislauf, den du künftig beachten darfst. So erschaffen wir uns unsere Lebenswirklichkeit. Das nur noch mal ganz, ganz, ganz kurz am Rande. Okay? So, nochmal was für diejenigen von euch, die so sehr wie ich ja auch früher vom Kopf gesteuert sind oder waren. Bis eben bist du vielleicht noch kopfgesteuert.
Ich habe immer nur die Dinge geglaubt, die ich mit dem bloßen Auge gesehen habe. Es gibt eine sogenannte Harvard-Studie. Damit wir deinen Denker, deinen Kopf hier auch mit ins Boot holen und der auch noch ein bisschen Futter hat. Wir wollen den Denker, den Verstand ja nicht außen vor lassen. Er darf ja mit dabei sein. Und diese Harvard-Studie, die hat nachgewiesen, wer Ziele wirklich schriftlich formuliert, das ist ganz wichtig, dass du deine Ziele schriftlich formulierst, erreicht zehnfache Ergebnisse. Weil in dieser Studie ging es wirklich darum, mal zu schauen, wie effektiv es ist, Ziele schriftlich zu fixieren. Und 1970 gab es diese Untersuchung bei Absolventen von der Hochschule. Und da wurde beobachtet, 10 Jahre später, 83% der Abgänger, die keine konkrete Zielsetzung für ihre Karriere hatten, 14% der Absolventen hatten eine klare Zielsetzung für ihre Karriere, hatten diese aber nicht schriftlich fixiert. Und selbst diese 14% hatten nach 10 Jahren das Dreifache schon erreicht als die Absolventen aus der ersten Gruppe, die zwar Ziele hatten, aber diese nicht schriftlich fixiert hatten. Und lediglich 3% der Absolventen hatten wirklich klare Zielsetzungen für ihre Karriere, hatten es schriftlich fixiert und die haben enorm sich ein enorm erfolgreiches Leben erschaffen, vor allem auch auf der finanziellen Ebene. Das heißt, erstens kannst du dir schon mal notieren, ein ganz wichtiger Aspekt, Ziele wirklich schriftlich zu fixieren. Das ist ein absolutes Muss. Und zweiter Punkt, es muss auch spezifisch niedergeschrieben werden. Was meine ich mit spezifisch? Wenn du ins Restaurant gehst, ist vielleicht gerade aktuell nicht das beste Beispiel, aber mir fällt kein anderes ein. Die Zeiten werden sich ja wieder ändern. Wobei in anderen Ländern ist es ja normal, dass man ja in ein Restaurant gehen kann. In Deutschland hier glaube ich im Moment nicht so. Okay, aber nehmen wir das Beispiel. Warum muss es spezifisch sein? Wenn du ins Restaurant gehst, dann bestellst du dir ja auch ganz spezifisch eine Tomatencremesuppe. Anschließend als Hauptgang, keine Ahnung, Spaghetti mit einer vegetarischen Bolognese. Und als Dessert bestellst du dir einen Pudding. Du bestellst ja nicht einfach nur irgendeine Suppe und irgendein Hauptgericht. Also sagst du ja nicht zum Kellner, bringen Sie mir eine Suppe, bringen Sie mir ein Hauptgericht und bringen Sie mir ein Dessert. Ja? Du bestellst ja ganz spezifisch. Und der dritte Punkt, und so ist das auch mit den Zielen, und der dritte Punkt dabei ist, wenn du deine Bestellung beim Kellner aufgibst, wir schauen uns diese 3 Schritte auch noch näher an jetzt gleich, wenn du diese Bestellung beim Kellner aufgibst, dann hockst du ja auch nicht da an deinem Tisch und bist am Zweifeln, ob der Koch das alles macht und ob der Kellner dir dein Menü bringt, sondern du unterhältst dich ganz nett mit den Menschen, mit denen du da bist und hast das Vertrauen, dass geliefert wird. Und in dem Fall hier, metaphorisch gesprochen, ist der Koch das Universum. Das sind schon mal 3 wichtige Schritte. Schreib dir die schon mal auf. Also ein Muss, schriftlich die Ziele fixieren, spezifisch wie im Restaurant und auch mit dem unerschütterlichen Glauben, dass das Universum auch liefert. Und deshalb ist es auch so wichtig, dieses ABC zu kennen, das ich eingangs erwähnt habe. A steht für Ausdauer. Es geht noch nicht auf Fingerschnipp. Also wenn ich das auf Fingerschnipp entdeckt habe, werde ich sofort mit dir teilen. Ich habe mir zwar einen Glaubenssatz angeeignet, kaum denke ich an etwas Schönes, schon wird es zur gelebten Realität, weil ich einfach gemerkt habe, seit ich mit diesen Techniken wirklich arbeite, diese Techniken hier, die sind nicht neu, die habe ich keine Ahnung, bestimmt wahrscheinlich vor 30 Jahren schon zum ersten Mal gehört. Aber als ich so richtig diese wirklich genutzt habe und damit angefangen habe, wirklich zu arbeiten, auf die Art und Variante, wie ich es dir jetzt heute hier weitergebe, das hat wirklich alles verändert. Vorher wusste ich um die Dinge, habe sie aber nicht umgesetzt. Deshalb konnte ich in meinem Leben nichts verändern. So, und da wundere ich mich manchmal wirklich,
im übertragenen Sinne auf Fingerschnipp, du kannst diesen Glaubenssatz dir gerne übernehmen. Kaum denke ich an etwas Schönes, schon wird es zur gelebten Realität. Das heißt aber nicht, dass das in der nächsten Sekunde schon da ist. Das heißt einfach, dass deine Ziele, die richtigen Ziele, dass die manchmal viel, viel schneller zur Lebenswirklichkeit werden, als du dir das jetzt vorstellen kannst. Deshalb gewisse Art von Ausdauer und ja, Geduld ist für mich eigentlich auch ein Fremdwort. Ich weiß, wie man es schreibt, aber eine gewisse Ausdauer braucht es einfach. B steht für Bestimmung. Solange du nicht weißt, warum du wirklich hier bist auf der Erde und deinen Seelenplan, deine Lebensaufgabe wirklich aus diesem unsichtbaren Rucksack, den du mitgebracht hast, den wir alle mitgebracht haben, jeder von uns, es hat ja seinen Sinn, warum wir hier sind. Wir hatten ja nicht da auf der höheren Ebene, denke ich mal, irgendwie Langeweile, sondern Kosmos kommt aus dem Griechischen und heißt Ordnung. Es hat alles seine perfekte Ordnung. Es hat auch seine perfekte Ordnung, warum das da draußen gerade so ist, wie es ist. Ja? So, und ohne die Bestimmung, deine Bestimmung zu wissen, Klarheit zu haben, wirst du immer auf eine Art und Weise gucken, wie machen die anderen das, oh, und dann auch auf dem Weg dir Ziele stecken. Aber du willst das ja nicht und deshalb bist du ja auch hier. Du willst das ja künftig anders machen. Deshalb feier dich dafür, dass du da bist. Und das C steht für Commitment. Das ist das Ding, was du selbst beeinflussen kannst, was du aktiv dazu beitragen kannst. Bestellung aufgeben und die entsprechend richtigen Dinge auch in die Tat umsetzen. Alles andere liefert das Universum. Der Universumskoch dir. Ja? Okay? So. Also nochmal zusammengefasst. Der häufigste Grund, warum Ziele nicht erreicht werden, warum ich früher meine Ziele nicht erreicht habe, war wirklich zu früh aufzugeben, zu kapitulieren. Und wie sehr bin ich Zielen hinterhergerannt, die überhaupt nicht meine waren, weil ich meine Lebensaufgabe, meinen Seelenplan nicht erkannt habe, mal was davon gehört habe, macht Sinn, Ziele zu setzen, okay, hingehockt, irgendwelche Ziele mal überlegt. Das konnte nicht funktionieren. Also ich hatte viele Jahre, vielleicht findest du dich da ja wieder, deshalb teile ich das so offen hier mit dir, die falschen Ziele. Ich hatte keinen Plan, wie ich das beim Universum richtig bestelle, viel zu unspezifisch. Ich wusste nicht, wie ich ins Handeln kommen soll. Und ja, wenn man die klassische Variante holt, zwischen Weihnachten und Silvester oder in der Silvesternacht, sich Ziele einfach vorzunehmen. Februar, März spätestens wissen wir es schon immer. Und dann haben wir erst gar nicht richtig angefangen. Oder wenn wir angefangen haben, dann geben wir schon wieder auf, weil wir die Ziele von anderen verfolgen. Deshalb ganz wichtig, schriftlich Ziele zu fixieren. Und frag dich da auch mal, wenn du dich damit jetzt beschäftigst, was du erreichen möchtest. Ist es überhaupt dein Ziel? Also wenn du so ein paar Ziele jetzt so vor deinem geistigen Auge hast, sei offen und ehrlich zu dir. Schreib dir diese Fragen auch auf, damit du es nachher nacharbeiten kannst. Ist es überhaupt dein Ziel, dass du das erreichen möchtest? Oder ist es das Ziel von anderen, von der Familie, von Freunden, von deinem Umfeld oder Dinge, die du aus der Werbung übernommen hast? Ich habe früher so aus der Werbung oftmals so entnommen, so, ja, so diese Traumjacht zu haben, dass die Villa am Strand und ach, keine Ahnung was alles. Das waren damals aber nicht wirklich meine Dinge, die ich erreichen wollte. Ja? So, und dann ist auch die Frage, tust du es, weil du es willst oder tust du es, weil es alle anderen so tun? Pippi Langstrumpf-Mentalität, ich erschaffe mir meine Welt so, wie sie mir gefällt, erlaubt dir das? Es kann nicht funktionieren und es ist wirklich auch erschreckend, wie viele den Zielen von anderen nacheifern, anstatt in sich selbst hineinzuhören und die eigenen Ziele zu finden. Ich gebe dir noch ein metaphorisches Beispiel dazu mit. Ich nenne das gerne so das Esel-Angel-Möhren-Syndrom. Sorry, aber das bringt es irgendwie am besten auf den Punkt. Stell dir einen Esel vor, der hat so ein Band hier, ein Halsband an und da ist so eine Angel dran und an der Angel vorne, da ist eine Möhre. Und der Esel läuft dieser Möhre nach. Der kann die Möhre nicht erreichen, weil es nicht sein eigenes ist.
Da bräuchte eigentlich nur dieses Band hier abzulegen. Wie schnell hätte er dann die Möhre? Ja? Also elementar wichtig ist, Ziele wirklich schriftlich zu fixieren und auch, jetzt sprechen wir gleich über A, B und C Ziele, wo der Unterschied liegt. Denn bei A und B Zielen, da sind wir nämlich bei dem Ding, dass uns den Motor vom Ferrari nicht anmachen lassen und ja, wir spätestens im Februar schon wieder vergessen haben, dass da mal was war. März, April denken wir vielleicht noch ein, zweimal dran und spätestens im Herbst, wenn wir nochmal dran erinnert werden, dann denken wir, naja, machen wir halt nächstes Jahr. So, jetzt mal eine Frage, bevor wir uns A, B und C Ziele anschauen. Wer von euch spürt denn in sich so eine leise Stimme, du musst nicht wissen, was es ist, dass du etwas wirklich Großes erreichen willst hier eigentlich? Es geht jetzt nicht darum, schon den Schritt weiter zu denken, sondern wer spürt in sich, dass er mal hierher gekommen ist und wirklich was Großes eigentlich erreichen will? Herzregen oder schreib ich rein, wie du es möchtest. Damit signalisierst du jetzt nicht nur mir, sondern vor allem dem universellen Feld da draußen. Es geht um dich, dem universellen Feld da draußen. Wenn du jetzt ein Ich reinschreibst, sendest du schon mal ein Stück weit von dieser Energie, von dieser Bestellung an den Universumskellner. Du willst mehr erreichen. Und das Universum sagt immer, dein Wunsch ist mir Befehl. Denn eins ist auch wichtig und daran scheitern auch viele. Und das hört man vor allem so in esoterischen Kreisen. Wenn es denn einfach auf mich zukommt, dann ist es meins. Wenn es irgendwelche Hürden und Schwierigkeiten gibt, dann ist es auch nicht für mich bestimmt. Falsch. Du kannst dir grundsätzlich merken, kleine Ziele, kleine Hürden, mittlere Ziele, mittlere Hürden, große Ziele, große Hürden. Aber was ist mit den großen Hürden? Darauf darfst du dich freuen, weil das sind genau die Dinge, die dich wachsen lassen. An den kleinen und mittleren Hürden kannst du nicht wachsen. Da hüpfst du halt einfach mal drüber. Danke für den Herzregen. Ja? Also verabschiede dich von dem Gedanken, wenn es wirklich meins ist, dann fließt es einfach leicht und frei zu mir. Dann bist du in deiner Komfortzone immer noch drin. Und Komfortzone ist nie Wachstum. Also, nächster Punkt, wichtig, aufschreiben. Erlaub dir, große Ziele dir zu stecken, damit große Hürden auf dich zukommen, damit du wachsen kannst. Nur daran kannst du wachsen und kannst große Dinge wirklich erreichen. So, jetzt schauen wir mal diese, ja, die Barbara schreibt ich, die Diane schreibt ich, die Marion ich, Bettina ich, wunderbar. So, jetzt schauen wir uns mal diese ABC-Ziele an. Was ist das überhaupt? Ein A-Ziel ist etwas, was du schon mal gemacht hast, wo du nichts Neues dazulernst, wo keine Weiterentwicklung und auch kein Wachstum im Grunde genommen möglich ist. Ich beschäftige mich halt gerade so viel damit, wo die Reise nach Weihnachten hingeht. Deshalb bin ich irgendwie so, Urlaubsfeeling wäre das Falsche. Wir sind ja eigentlich im Dauerurlaub. Aber um mal ein Beispiel, damit du es weißt, damit du es besser greifen kannst, wo du schon mal im Urlaub warst. Da hast du dir das Ziel gesteckt, nächstes Jahr geht's, keine Ahnung, nach Zypern oder Spanien oder wo auch immer du warst, da in die Berge, nach Österreich, das wunderschöne Österreich. Dorthin geht's in Urlaub. Und ja, hast ein bisschen Geld zur Seite gelegt, hast den Urlaub gebucht. Das war ein A-Ziel. Hast du schon mal gemacht? War nichts Besonderes. Ja, der Urlaub war sicherlich besonders, aber war jetzt nichts Besonderes. Dieses Ziel des Urlaubs auf Zypern eine Woche oder zwei Wochen zu verbringen oder Österreich, ja? Das ist ein A-Ziel. Machst du mal so. B-Ziele sind dann schon mal ein bisschen, da verlässt du schon mal so ein bisschen, aber wirklich nur ein ganz klein bisschen Komfortzone. Ich bringe dir ein Beispiel dazu. Ein B-Ziel von mir war, irgendwann wirklich so mit der Familie auf Weltreise zu sein. Und das war auch soweit geplant, vor 2 Jahren.
Und unsere, also damals lebte meine Mutter noch und die Mutter von meinem Mann, die haben wir ja heute Gott sei Dank auch noch hier bei uns, war von unserer Seite geplant, dass die Omas da während der Zeit, wir wollten 3 Monate weg sein, eine Wohngemeinschaft hier haben im Haus hier, damit sie sich gegenseitig halt auch da ja, unterstützen und helfen können. Aber dann hat meine Mutter sich binnen 48 Stunden verabschiedet und dann war das mit Weltreise 3 Monate ja nicht mehr zu realisieren, weil klar, wir wollten die Mutter von meinem Mann ja auch nicht alleine hier lassen. 3 Monate, so 2, 3 Wochen geht, aber länger, das wollten wir einfach nicht. Und dann ist als Alternative dazu entstanden, dass wir letztes Jahr war das, genau, halt in der Karibik unterwegs waren mit der Familie. Und das war etwas, und ich wollte da nicht in irgendwelchen Hütten unterwegs sein, sondern wollte halt wirklich, ja, auch einen gewissen Standard, einen gewissen Komfort haben. Das war ein B-Ziel, diese Weltreise überhaupt schon, das war ein B-Ziel. Da war ja nun mal in der Tat nicht einfach nur ein Urlaub irgendwo für eine Woche oder zwei mit der Familie. Unsere Kinder sind ja inzwischen schon erwachsen. Das heißt, ich durfte 4 erwachsene Personen quasi einplanen. Das war ja jetzt nicht etwas, was 1000, 2000 € gekostet hat, sondern da war ja im mehrfach fünfstelligen Bereich eine Summe für erforderlich, um das zu realisieren. Das war also völlig außerhalb meiner Komfortzone schon ein Stück weit, nicht völlig, sondern außerhalb meiner Komfortzone. Und das ist so ein B-Ziel, wo du wirklich deine Komfortzone schon ein Stück verlässt. Aber wenn es da nicht funktioniert, ja, dann geht die Welt auch nicht unter. Und jetzt kommen wir zu diesem C-Ziel. Noch wichtig, A-Ziele und B-Ziele, ganz, ganz wichtig, die kannst du mit deinem Verstand planen. Also B-Ziel außerhalb der Komfortzone, ja, da wusste ich, der Betrag ist erforderlich, den darf ich bis zu dem Tag auf irgendeine Art und Weise einfach zusammen haben. Ja, also ich konnte mit dem Verstand planen. Ein C-Ziel ist etwas, was du mit deinem Verstand nicht mehr planen kannst. Das scheint von deinem Denker her wirklich unerreichbar. Das kannst du nicht planen, aber dafür musst du einfach brennen. Das ist deine Mission, die du in dir trägst. Das ist deine Mission, die du in dir trägst. Und dieses C-Ziel, das bereitet dir so viel Spaß, Freude, Energie, da ist Wachstum da. Da ist das Sprengen von Fesseln da. Da ist wirklich das Verlassen der Komfortzone auf höchstem Level, da ist deine Persönlichkeitsentwicklung, da wächst du im wahrsten Sinne über dich hinaus. Da ist die Frage, wer wirst du auf diesem Weg zu diesem Ziel? Und ich bringe da dazu mal ein Beispiel noch. Meine Vision oder meine Mission, ja, Vision. Meine Mission ist eine andere, also dir dabei zu helfen, deinen Seelenplan zu erkennen. Und meine Vision ist es, bis 2030 1 Million Menschen dabei zu unterstützen, ihren Seelenplan zu entdecken und auch ihren Seelenberuf zu leben. Und dass meine Akademie auch in 3 Sprachen verfügbar ist. Wie das gehen soll, keinen blassen Schimmer. Aber dafür brenne ich, weil mir brennt und blutet im übertragenen Sinne das Herz, wenn ich sehe, wie viele Menschen das Leben an sich vorbeiziehen lassen, wie hypnotisiert durch die Straßen laufen, wie hypnotisiert morgens das Haus verlassen. Sich verbiegen und arbeiten, um zu überleben. Und irgendwann, und das ist mir insbesondere bei meinem Papa und bei meiner Mama bewusst geworden, ist es dann vorbei und dann gibt es kein Zurück mehr. Das ist etwas, was in mir brennt. Das ist meine Vision. Aber wie ich das erreichen soll, das kann ich nicht planen. Da kann ich schon die Bestellung beim Universum abgeben und mich dafür committen, alles dafür zu tun, was dafür erforderlich ist. Noch ein Beispiel dazu, wenn ich jetzt ein paar Jahre zurückblicke. Ich bin ja seit 2005 auf diesem Weg hier. Die Akademie gibt es noch nicht so lange.
Und ich habe gerade gestern die Statistik auf Facebook gesehen. Meine eigene, ich habe innerhalb der letzten 28 Tage 38.656 Menschen hier erreicht mit meiner Botschaft. Hättest du mir das 2005 gesagt, das wäre ein absolutes C-Ziel für mich gewesen. Keine Ahnung, wie soll ich denn das machen? Wie soll denn das funktionieren? Ja. Aber damals habe ich gespürt, da ist mehr in mir drin. Ich wollte wissen, warum ich hier bin. Ich wollte meine Mission entdecken. Und dann geschehen sollte innerhalb von 28 Tagen 38.000 Menschen erreicht. Ist jetzt mein neues Normal, aber 2005 hätte ich gesagt, wie soll das funktionieren? Und das funktioniert wirklich nur mit C-Zielen, notiert er das. Du musst wissen, was ist dein C-Ziel und das einhergehend mit der Klarheit zu deinem Seelenplan. Bevor wir jetzt weitermachen, schreib mal bitte in den Chat rein, ins Kommentarfeld. Macht das Sinn für dich? Hast du Fragen dazu? Ist was unklar? Jetzt ein bisschen hin und her geswitcht. Also schreib mal gerne ein Ja rein, wenn das für dich Sinn macht oder wenn du Fragen hast, bitte schreib's rein. Ich guck drauf. Ist immer diese Zeitverzögerung hier. So. Für wen macht das Sinn? Auf dem Weg jetzt mal dein Leben zu wuppen. Schreib mal ein Ich rein. Oder wenn du Fragen hast, schreib deine Frage rein. Okay, machen wir mal weiter. Ja, macht Sinn, schreibt die Marion. Wunderbar, danke. Sehr schön. So, was ist jetzt der allererste Schritt? Noch der, der mit deinem Seelenplan auch einhergeht. Werde dir klar drüber. Wie schaut dein perfekter Tag aus? Wie schaut dein perfekter Tag aus? Völlig losgelöst von jeglichen Dingen, die dein Kopf dir im nächsten Moment sagt, das geht ja nicht, weil. Also bitte völlig losgelöst von diesen Dingen. Ich kann mich erinnern, fällt mir jetzt gerade ein, als ich so angefangen habe, da verstärkt in der Richtung mich wirklich mit zu beschäftigen, da war es immer mein Ziel. Und ich weiß noch genau, als ich mir das aufgeschrieben hatte, dass mein Kopf sofort gesagt hat, wie soll das denn bitte gehen? Mein Ziel war, dass ich völlig ortsunabhängig arbeite. Mein Kopf hat mir natürlich auch gesagt, du willst doch nicht etwa deine Stelle im öffentlichen Dienst aufgeben. Bist du denn bescheuert und solche Dinge? Und dass ich mit meiner wunderbaren Familie, mit meinem wunderbaren Mann morgens aufsteht, dass wir gemütlich frühstücken, dass wir in den Tag starten, dass unsere Kinder auch ihrem Herzen folgen und nicht eine Ausbildung oder ein Studium machen des Studierenswillens oder der Ausbildungs wegen und sich auch verbiegen, sondern sie auch ihr eigenes Ding machen. Mein Kopf hat rebelliert und ich habe es trotzdem aufgeschrieben. Und so habe ich so diesen ganzen kompletten perfekten Tag auch mal formuliert. Deshalb mach das. Schreib dir auf. Nimm dir Zeit und das sollte direkt auch so eine Seite auf dem Blatt Papier zu füllen sein. Wie schaut dein perfekter Tag aus? Wo lebst du? Wie lebst du? Wie verbringst du deine Tage? Wie schaut dein idealer Tag überhaupt aus? Was machst du? Völlig losgelöst von jeglichen Regeln vom Außen. Wie viel Geld hast du zur Verfügung? Mein Wunsch war es, dass einfach immer Geld da ist, dass ich mir um dieses Geld überhaupt keine Gedanken machen muss. Wie ich mir keine Gedanken machen muss, wenn ich einen Apfel essen will, dann, wenn keiner gerade da ist, dann besorge ich mir halt einen Apfel. Und Geldenergie ist nichts anderes. Alles ist eine Form von Energie. Ich muss nur wissen, wo ich mir den Apfel holen kann. Und im übertragenen Sinne mit deiner Lebensaufgabe, mit deinem Seelenberuf, musst du nur wissen, wie du es genau anstellst, dass du dir ein stabiles Einkommen generierst. Vielleicht kennst du diese drei Wörter, die kommen, glaube ich, von der Esther Hicks. Ask, Believe, Receive. Fragen, Glauben, Empfangen. Und noch ein Beispiel zu diesem C-Ziel. Walt Disney kennt jeder von uns. Als er die Idee hatte, diese Themenparks zu
ins einen Themenpark. Er hatte, ich weiß jetzt, das hat er schon gleich mehrere Themenparks in seinem Universum, in seinem Gedankenfeld gehabt oder nur einen. Er hatte auch keine Ahnung, wie er das umsetzen sollte und er hatte auch kein Geld dafür. Aber er hatte diese Vision. Ja, okay. Und noch ein wichtiger Schritt dabei ist, muss ich dir auch an dieser Stelle ganz klar sagen, nimm Hilfe dabei an. Weil hinter diesem ganzen System verbergen sich nochmal gewisse Dinge, die individuell zugeschnitten werden dürfen, damit es auch funktioniert. Genau wie in der Schule. Wir sind ja auch diesem System, was ganz normal für uns ist, ab einem gewissen Alter gehen wir in die Schule. Ich will da jetzt eine Schule gut oder schlecht heißen. Anderes Thema. Aber da ist es ganz normal, dass wir einen Lehrer, einen Mentor an unserer Seite haben, der uns zeigt, wie wir rechnen können, wie wir lesen können, wie wir schreiben können und, und. Und dann haben wir die interessante Ansicht, den interessanten Glaubenssatz. Dazu würde ich dich auch jetzt mal einladen, dich von dem zu verabschieden. Wir haben den interessanten Glaubenssatz, wenn ich die Schule beendet habe, wenn ich die Lehre beendet habe, wenn ich das Studium beendet habe, dann weiß ich, wie das Leben funktioniert. Dann kann ich alles. Es hat uns nirgendwo jemand beigebracht, wie das Leben funktioniert. Deshalb verabschiede dich von diesem Glaubenssatz. Und beginne, wenn wir schon mal bei den Glaubenssätzen sind, wirklich unerschütterlich wieder an dich zu glauben. Verabschiede dich jetzt von all den Dingen, die jemals bis eben noch über dich gestülpt wurden, dass du es nicht kannst, dass du es nicht wert bist, dass du es nicht schaffst und keine Ahnung, was auch immer. Verabschiede dich davon. Glaubenssätze sind nichts anderes als Sätze, die du in deinem Bewusstsein hast, in deinem Unbewussten vor allem, die du glaubst. Und danach kommst du ins Handeln und danach sagt das Universum, das sendest du aus, okay, dein Wunsch ist mir Befehl. Du kannst dir das so vorstellen, die Dinge, die du aussendest ans Universum, in erster Linie tagsüber, auf dieser unbewussten Glaubensebene. Jetzt haben wir schon den Universumskoch, jetzt sehen wir noch den Universumspförtner. Da steht abends, wenn du dich in dein Bettchen legst, so ein Universumspförtner, der guckt, was hat sie heute alles ausgeschickt an Glaubenssätzen? Und um das jetzt zu vereinfachen, wenn du etwa 70% Dinge ausgesendet hast, nach deinen Glaubenssätzen noch bis eben, dass du es nicht kannst, dass es nicht funktioniert, dass es nicht geht, dass du es nicht verdient hast, dass du zu klein bist, dass es jetzt zu spät ist, keine Ahnung, was auch immer, sind ja so etwa 70%. Dann macht dieser Universumspförtner 70 Striche dafür, was nicht geht. Und dann bist du vielleicht schon so weit, dass du etwa 30% Dinge ausgesendet hast. Ich hätte es gerne leicht, ich hätte gerne mehr Geld. Wobei es da bei dieser Bestellung auch noch mal ganz diffizil drauf ankommt, wie du bestellst. Also nur zu bestellen, ich will mehr Geld. Ich kürze das jetzt einfach ab, weil das wäre ein eigener Part, mit dem wir uns beschäftigen dürfen. Hier jetzt nur mal so am Rande. 1 € im Monat ist auch schon mehr Geld. Ja? Also, und dann guckt der Universumspförtner, okay, dafür kriegt sie auch noch 30 Striche, dass sie es leichter haben möchte, dass sie mehr Freude im Leben haben möchte und gesünder sein möchte, dass sie die Welt bereisen möchte und, und. Sagen wir mal, das sind so 30%. Da kriegst du 30 Striche dafür. Der Universumspförtner, der hat die Anleitung vom Universum, dass wovon sie, das Menschlein, du da unten, mehr haben möchtest, dem, davon schicken wir mehr. Das ist das Gesetz der Resonanz, Gesetz der Anziehung. Und dann wundern wir uns, warum wir uns im Kreis drehen und da nicht rauskommen. Deshalb ist es so wichtig, dass du beginnst, deine Sätze, die du glaubst, umzuwandeln. Dich von denen löst, die dich immer noch mal dorthin bringen, wo du nicht hin willst, und stattdessen andere Sätze integrierst. Okay? Und da hat, vielleicht kennst du das Buch von Napoleon Hill, Denke nach und werde reich. Der hat das so schön auf den Punkt gebracht. Der schreibt, der Glaube ist ein Geisteszustand,
der mittels des Prinzips der Autosuggestion durch Affirmation und wiederholte Anweisung. Du musst deinem Unbewussten wiederholt anweisen, so und so ist es. Das glaube ich ab jetzt und nicht das, was ich bis eben noch geglaubt habe. Also durch wiederholte Anweisung gezielt herbeigeführt oder hergestellt werden kann. Napoleon Hill schreibt in diesem wunderbaren Buch auch, die einzige bekannte Methode zur gezielten Herbeiführung des mit Glauben verbundenen Gefühlszustandes ist es, Anweisungen an dein Unterbewusstsein, ich unterscheide immer noch gerne zwischen Unterbewusstsein und Unbewusstem, immer wieder zu bekräftigen. Deshalb führt dir in diesem Zusammenhang nochmal vor Augen, dass sich alle mit Gefühlen aufgeladen und mit dem Glauben vermischten Gedanken unmittelbar zu deiner Lebenswirklichkeit werden, in dein physisches Pendant, wie Napoleon Hill das so schön nennt, oder in dein Gegenstück übersetzen. Das Unterbewusstsein setzt jede Anweisung, die es im Zustand der Überzeugung, dass diese ausgeführt wird oder im Zustand des Glaubens erhält, auf direktestem und praktischstem Wege in dein physisches Pendant um. Ich lese dir diesen Satz nochmal vor. Das Unterbewusstsein setzt jede Anweisung, die es im Zustand der Überzeugung, muss dran glauben, dass diese ausgeführt wird oder im Zustand des Glaubens erhält, auf dem direktesten und praktischsten Wege in dein physisches Pendant um. Und dann nochmal ganz wichtig, Übung macht den Meister. Erster Punkt, schreib es gerne auf, Übung macht den Meister. Zweiter Punkt, nicht das Lesen oder Hören von dem, was ich dir jetzt hier weitergebe, bringt dich zum Erfolg, sondern das Umsetzen. So, ich habe jetzt ein Commitment für dich vorbereitet. Einen kleinen Vertrag. Wer wird hier jetzt gerne einen Vertrag mit sich selbst schon mal eingehen? Schriftlich. Wenn du noch nichts zum Schreiben hast, bitte jetzt was zum Schreiben holen. Wer will jetzt ein Commitment, ein Versprechen mit sich eingehen für 2021? Wenn ich jetzt noch mal einen Herzregen sehe, verrate ich dir das Commitment. Kannst du mitschreiben? Währenddessen trinke ich nur einen Schluck Tee. Wer will jetzt wirklich ein tatkräftiges Commitment mit sich eingehen? Ich diktiere dir das gerne. Wer will? Gibt immer Zeitverzögerung hier. Hallo, liebe Julia. Hallo, Elisabeth, Barbara, Rita, Ursula. Schön, ihr Lieben. So, dann nimm mal deinen Stift. Wow, danke. Dann nimm mal deinen Stift und dann schreib mal auf. Ich, Barbara, ich, Marion, ich, Elisabeth, ich, Melanie, ich, Julia. Schreib da mal auf. Also jetzt wirklich, ich diktiere dir, schreib mal auf. Kannst es ja nachher in Schönschrift nochmal, würde ich dir empfehlen. Hol deinen schönsten Füller, den du hast, ein richtig edles Blatt Papier und schreib's da auf. Ich, Barbara Irmgard, also hol deinen Vornamen. Erlaube mir, mich meinem Potenzial zu öffnen. Ich, dein Vorname, erlaube mir, mich meinem Potenzial zu öffnen. Meine Kreativität zur Entfaltung zu bringen. Meine Einzigartigkeit zu erkennen. Meine Schöpferkraft in Besitz zu nehmen. Du, niemand anderes, bist der Schöpfer und Erschaffer deiner Lebenswirklichkeit. Erlaub dir, deine Schöpferkraft in Besitz zu nehmen. Nächster Punkt. Mehr und mehr in meine wahre Kraft und Stärke zu kommen.
mehr und mehr in meine wahre Kraft und Stärke zu kommen. Die Fülle in mir und um mich herum zu erkennen. Du siehst nur die Dinge, die du sehen willst. Allem, was wir Aufmerksamkeit schenken, bekommt Energie und wächst. Ich merke es gerade in dieser besonderen Zeit jetzt hier, mir begegnen nur Länder, die man bereisen kann, auch jetzt, ohne irgendwelche besonderen Tests zu machen und solche Dinge. Andere haben den Fokus hier und glauben, reisen geht jetzt gar nicht. Ja? Also die Fülle in mir und um mich herum zu erkennen und ganz wichtig, letzter Satz oder letzter Punkt, den Weg meines Herzens zu gehen. Nochmal zusammen. Ich, dein Vorname, erlaube mir, mich meinem Potenzial zu öffnen. Das ist im Übrigen ein Commitment, das ich mit mir selbst 2010 geschlossen habe. Das habe ich genauso schriftlich fixiert. Das habe ich jetzt nochmal herausgeholt für dich, um es mit dir zu teilen. Also ich, dein Vorname, erlaube mir, mich meinem Potenzial zu öffnen, meine Kreativität zur Entfaltung zu bringen, meine Einzigartigkeit zu erkennen, meine Schöpferkraft in Besitz zu nehmen, mehr und mehr in meine wahre Kraft und Stärke zu kommen, die Fülle in mir und um mich herum zu erkennen und den Weg meines Herzens zu gehen. Und da setzt du dann deine Unterschrift drunter, versehen mit dem heutigen Datum. Was haben wir heute? 13.12. Das ist dein Commitment, das du jetzt mit dir selbst eingehen darfst. Okay? Ich werde dir hier nur Dinge mit auf den Weg geben, die ich selbst umgesetzt habe, die bei mir funktioniert haben. Und genau ein solches Commitment bin ich mit mir eingegangen. Warum weiß ich das Datum, also das Jahr noch so genau, 2010? Seit 2010 beschäftige ich mich unter anderem ja auch mit den Rauhnächten und damals bin ich dieses Commitment auf die Art und Weise mit mir eingegangen. Aber das ist ein anderes Thema jetzt, Rauhnächte. So, dann kommen wir jetzt zu den 5 Schritten, die du jetzt gehen musst. Und das sind eigentlich 6 Schritte. Wir fangen mit dem Schritt 0 an. Wir fangen mit dem Schritt 0 an, damit es bei 5 Schritten bleibt, wie ich es dir versprochen habe. Okay, also Schritt 0. Schritt XY, wichtig, X-Faktor. Werdet ihr klar drüber, wie will ich es selbst wirklich haben? Haben wir eben schon drüber gesprochen. Wie darf dein ideales Leben ausschauen? Völlig unabhängig von Reglements da draußen. Ja? Großes Ziel. So, dann der erste Schritt. Fange heute an, dich damit zu beschäftigen. Welches Problem kannst du für wen lösen? Welches Problem kannst du für wen lösen? Unsere Welt hat zurzeit wie sagt man? Ich nehme ja das Wort Probleme nicht gerne in den Mund, aber es ist in dem Fall fast so viele Probleme wie noch nie. Und was brauchen wir? Wir brauchen ganz viele Problemlöser. Und es gibt in deinem Leben, wenn du den roten Faden in deinem Leben dir mal genau anschaust, ein Problem, das du für andere lösen kannst, wo du schon so einen Schritt weiter bist als andere. Deshalb beschäftige dich mit der Frage, welches Problem kannst du für wen lösen? Andere Frage dazu, ich gebe dir so ein paar Fragetechniken jetzt mit anhand, die dir dabei hilfreich sind. Hallo, liebe Heidelinde. Was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt? Was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt? Und noch eine dritte Technik, die dir dabei auch helfen kann. Stell dir vor, so, es ist so der letzte Tag gekommen. Du bist ein Vöglein auf einem Baum und schaust dir als Vöglein so deinen eigenen Abschied hier an und schreib dir mal auf, was sollen andere Menschen über dich sagen, wenn du deinen Körper verlassen hast. Was sollen andere Menschen über dich sagen, wenn du mal deinen Körper verlassen hast?
dein Partner, deine Kinder, deine beste Freundin, dein jetziges Umfeld. Nimm dir da am besten so 4, 5 Personen. Was soll dein Partner sagen, deine Kinder, deine beste Freundin und nimm noch irgendeine Person X und schreib dir das mal auf. Auch wenn das so ein bisschen etwas ist, wo vielleicht ein Tränchen fließt, aber du wirst ganz, ganz wertvolle Erkenntnisse dazu bekommen. Ich habe diese Übung schon mehrfach gemacht. Es ist wirklich, ja. Also, der erste Schritt, fang an, dich damit zu beschäftigen. Welches Problem löst du für wen? Was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt? Und dann, was sollen andere Menschen über dich sagen, wenn du mal, ja, die Bewusstseinsstufe hier nochmal veränderst? Das sind so drei Dinge, die dir dabei hilfreich sind. Und dann geht es darum, die Macht der Gewohnheiten zu ändern, deine Denkgewohnheiten zu ändern und die verändern nochmal diese Handlungsgewohnheiten. Da sind wir nochmal bei der Karte, die ich dir eben gezeigt habe. Also, andere Gedanken verursachen andere Gefühle, die führen zu anderen Handlungen und zu anderen Ergebnissen. Das ist der Kreislauf. Und nicht erstmal die jetzigen Ergebnisse anschauen und daraus die Gedankenwelt entstehen lassen, daraus die Gefühlswelt und daraus die Handlungen, dann wirst du immer die gleichen Ergebnisse erzielen. Das ist das, was 95% der Menschen falsch machen. Die gehen von den jetzigen Ergebnissen aus, daraus erschaffen sich ihre Gefühlswelt, daraus erschaffen sich ihre Gedankenwelt, daraus entstehen Gefühle und daraus entsprechende Handlungen, die immer wieder zu den gleichen Ergebnissen führen. Deshalb gilt es, diesen Kreislauf hier einzuhalten. Okay? So, dann geht es darum, dich wirklich zu fokussieren. Keine Ablenkung von außen zuzulassen. Brennpunkt. Fokus heißt Brennpunkt. In die Richtung geht es weiter. In die Richtung geht es weiter. Als mir das klar wurde, dass ich da raus will aus meinem früheren Leben, mit Dingen tagsüber in erster Linie zu tun, am Schreibtisch, wo ich keinen Sinn mehr gesehen habe, andere fragen musste, wann ich in Urlaub gehen darf. Andere haben über mich bestimmt, wie viel Geld ich überhaupt jeden Monat auf meinem Konto bekomme. Und mal abgesehen davon, wie viele Signale mein Körper mir geschickt hat, fokussiere dich. Lass keine Ablenkung mehr ab sofort zu. Und wenn das Köpfchen dir dann sagt, dann geht die Familie auseinander, dann verliere ich meinen Partner oder dann reiße ich die Familie auseinander oder keine Ahnung. Das sind alles so Dinge, was mein süßes Köpfchen mir da auch gesagt hat. Das ist Humbug. Das ist Humbug. Es wird sicherlich vielleicht auch Menschen geben, die dann künftig nicht mehr so in deinem direkten Umfeld sind, aber nicht nur, dass du viele neue Menschen in dein Leben lässt, die wirklich bereichernd für dich sind, sondern du darfst dir das Umfeld so erschaffen, dass es inspirierend und energiespendend auch für dich ist. Und da kannst du auch mal jetzt schon schauen, wie viele Menschen in deinem Leben ziehen dich im Grunde genommen runter, lenken dich immer nur wieder ab, rauben dir Energie. Ja? Bring dir mal noch ein Beispiel dazu, damit es mir noch mal deutlicher wird hier. Schau mal. Ups. Du willst hier hin. Und du stehst jetzt noch hier. Ich zeig dir das gleich. Mal. Jetzt muss ich hier noch mal einen Moment warten, bis die Bildübertragung hier funktioniert, damit ich sehe, dass das richtig angezeigt wird. Was ich meine mit keine Ablenkung zulassen. So, kann man das sehen? Da, wo mein Finger hier ist, da bestehst du jetzt. Okay?
und bist ja mit verschiedenen Bereichen in deinem Leben nicht so zufrieden. Deshalb habe ich da so ein Gitter drauf gemalt. Und du willst dahin. Zeige ich das jetzt hier richtig? Du willst hierhin. Das ist dein neues Ich, das ist deine neue Identität. Und auf dem Weg dahin da wird es immer wieder Ablenkungen geben vom Umfeld. Ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Oder wo das Umfeld dir das ein oder andere erzählt. Das sind solche, ja, man nennt das auch gerne solche Terrorbarrieren oder Ablenkungen. Und die davon gilt es künftig, diese zu überwinden, dich davon einfach nicht mehr abhalten zu lassen. Damit du hier in deinem neuen Leben, bei deinem neuen Ich, bei deiner neuen Identität, in deiner neuen Persönlichkeit auch in der Tat ankommst. Okay? Wenn das für dich Sinn macht, wenn ich dir das hier richtig erklärt habe, so dass du vom Kopf her auch mit dabei bist, dann schreib mir mal gerne nochmal ein Ich, ein Ja ins Kommentarfeld rein oder ansonsten Fragen. Wenn du Fragen dazu hast, ja, wenn was unklar ist, bitte, ich bin da. So, der nächste Schritt ist, habe ich eben schon mal angedeutet, in der Schule, wir sind in die Schule gekommen, haben uns vom Lehrer helfen lassen, wie das Ganze funktioniert. Und das gilt auch hier, das ist auch hier ein ganz wichtiger Aspekt. Lass dir helfen. Das, was wir hier in dieser kurzen Zeit hier besprechen, was ich dir weitergebe, das ist so dieses System. Aber was sich dahinter verbirgt, da gilt es einfach noch gewisse Dinge auch zu beachten, damit es auch funktioniert. Ich würde jetzt nicht dastehen, wo ich gerade stehe an meinem Punkt, wenn ich da nicht auch Mentoren, Menschen an meiner Seite gehabt hätte in den letzten Jahren, die dort waren, wo ich hin wollte. Und wenn ich auch jetzt nicht Menschen immer noch an meiner Seite habe, die haben gewechselt, weil ich ja auch weiter wachsen will. Du kannst dir so vorstellen, ein wunderbares Beispiel, das das auf den Punkt bringt. Du kommst aus dem Hindukusch, wo es kein fließendes Wasser gibt. Du suchst hier Deutschland und du siehst, wow, die haben ja da sowas an der Wand, so ein Teil, da dreht man oben dran und da kommt fließendes Wasser raus. Hey, wie cool ist das denn? Brauche ich ja künftig nimmer gefühlte 10 Kilometer zu gehen, um am Brunnen mir mein Wasser zu holen. Da hole ich mir so einen Hahn mit, mache den auch in die Wand in meiner Hütte, da funktioniert das auch. So, und dann holst du dir diesen Hahn mit aus Deutschland hier, kommst zurück in den Hindukusch oder ja, in den Busch überhaupt, packst voller Freude und Erwartung diesen Hahn aus, das ist das Erste, was du machst, und befestigst den an der Wand und drehst auf. Nichts passiert. Kann auch nichts passieren. Weil das System, das sich dahinter verbirgt, das kennst du nicht. Das sind nochmal ganz viele Feinheiten. Deshalb lass dir dabei helfen, wenn du es dir einfach machen möchtest. So, nächster Punkt. Ganz, ganz wichtig. Also wirklich ganz, ganz, ganz wichtig. Daran scheitern auch nochmal ganz, ganz viele. Visualisiere. Mit der Visualisierung und der Veranschaulichung deines neuen Lebens, deines Zielziels, deines idealen Lebens, sendest du entsprechende Impulse ans Universum, sodass das auch wieder sagt, dein Wunsch ist mehr Befehl und das, auf was du dich visualisierst und fokussierst, das ist wie so ein Brennpunkt auch, der in deiner Lebenswirklichkeit hier zur Realität dann wird. Ganz, ganz wichtig. Und wenn ich jetzt vom Visualisieren spreche, geht es nicht darum, das jetzt einmal oder zweimal zu machen, sondern jeden Tag wenigstens zweimal, am besten dreimal. Morgens ist ein ganz wichtiger Punkt, wo du in dem Zustand bist zwischen Alpha-Zustand und Beta-Zustand, also nicht mehr schläfst, aber auch noch nicht richtig wach bist. Und abends ist ein ganz wichtiger Zustand. Wenn du ins Bett gehst, wenn du in diesem Zwischenzustand wieder bist, zwischen Beta-Zustand und Alpha-Zustand, auch nochmal zu visualisieren. Okay? Das hört
nie auf. Das muss zu deinem Normal werden, zu deinem normalen Zustand. Visualisieren. Daran scheitern die meisten. Warum auch? Man ging mir ja früher auch so. Dann habe ich es eine Woche gemacht. Dann hat mein Köpfchen mir gesagt, Mann, funktioniert ja gar nicht. Was machst du denn hier überhaupt? Statt dich da hinzuhocken und eine halbe Stunde da Tag zu träumen, würdest du mal besser die Wäsche wegmachen oder Küche aufräumen oder irgendwas. Und schon war es das wieder. So, so wichtig. Okay? Also, 5 Schritte. Fange an. Welches Problem löst du für wen? Was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt? Was sollen andere Menschen über dich sagen, wenn du deinen Körper mal verlassen hast? Nutze die Macht deiner Gewohnheiten, haben wir drüber gesprochen. Fokussiere dich. Lass dir helfen und visualisieren. So, warum unter anderem dieser Punkt, lass dir helfen, dieser vierte Punkt so wichtig ist, nicht nur, dass wir voller Glaubenssätze und Dinge da sind, uns deshalb auch alleine schaffen, weil die uns einfach, ohne dass wir es wollen, so schnell wieder innehaben und wir wieder im Dramatal drin sind. Was es unbedingt zu vermeiden gilt, während dieser Zeit, wo du dir dein ideales Leben jetzt für 2021 kreierst, dich zu lösen von negativen Emotionen. Also nicht förderlichen Emotionen ist vielleicht das bessere Wort, aber negative Emotionen, okay. Von Angst, von Hass, von Gier, von Wut, von Zorn, von Eifersucht, von Rache, von Aberglaube. Und da stecken wir, wenn wir es alleine versuchen, das ist meine Erfahrung und ich kann dir auch sagen, alle erfolgreichen Menschen, Mentoren, mit denen ich, die ich kenne, mit denen ich auch zusammengearbeitet habe bisher und jetzt auch noch zusammenarbeite, die achten alle auf diese Dinge und niemand von denen ist den Weg alleine gegangen. Niemand, absolut niemand. Wenn du die Menschen hinterfragst, da mal näher hinschaust, die du wahrscheinlich auch kennst, wirst du feststellen, die haben alle Mentoren an ihrer Seite, wie das früher in der Schule war. Das ist ganz normal, ist ganz normal. Das unterscheidet auch nochmal diejenigen, die wirklich erfolgreich ihren Weg gehen, die investieren in sich selbst, in ihre eigene Persönlichkeitsentwicklung. So, also ganz wichtig, unabdingbar, löst dich von diesen Emotionen, schau, dass die nicht mehr in deinem Bewusstsein die Macht haben, wie Angst, wie Hass, Gier, Wut, Zorn, Eifersucht, Rache, Aberglaube. Und stattdessen, was es wirklich dauerhaft und stabil zu integrieren gilt, ist Begeisterung für dich, für deine Mission, für deine Vision, für dein zukünftiges Leben. Begeisterung, da steckt das Wort Geist drin, Begeisterung, die Liebe. Und der unerschütterliche Glaube an dich selbst. Deshalb ist es so wichtig, die Sätze zu ändern, die du glaubst, bis eben noch. Und noch ganz wichtig, dass du dich dafür anerkennst, dass du dich darin übst. Und das ist mit einer der Challenges, die auch mir heute noch nicht leicht fällt. Mich jeden Tag anzuerkennen für die kleinen Schritte, die ich auf dem Weg dahin schon gemacht habe mit meinem Commitment. Erinnere dich, Commitment ist das, was du aktiv dazu beitragen kannst mit deinen Handlungen. Anerkenne dich jeden Tag für 3 Dinge, rückblickend auf den Tag, die du schon gemacht hast, weil damit signalisierst du jedes Mal dem Universum, okay, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht, dafür erkenne ich mich an. Das Universum sagt, okay, ready for the next step. So ist Wachstum möglich. Und da kommt ein ganz wichtiger Schritt auch noch dazu. Da sind wir nochmal bei dem, was ich eben so erklärt habe, damit wo ich gesagt habe, was man gerade so in esoterischen Kreisen oftmals hört, in spirituellen Kreisen. Wenn es denn für mich bestimmt ist, da kommt es ganz einfach auf mich zu. Wenn nicht, dann soll es nicht sein. Das ist Humbug.
wirklich Humbug, weil daran kannst du nicht wachsen, habe ich ja eingangs vorhin in dem Kontext erwähnt. Du darfst bereit sein, das ist auch das Commitment, alles zu tun, alles zu haben, alles zu sein und auch alles zu empfangen, was dazu notwendig ist. Du darfst bereit sein, alles zu tun, alles zu haben, alles zu sein und alles zu empfangen, was dazu notwendig ist. Und ganz wichtiger Aspekt auch, der gehört auch dazu, dass man beim Umfeld, unter anderem, aber auch bei anderen Dingen, Stichwort Handlungen, Gewohnheiten, du darfst bereit sein, alles loszulassen, was das auch verhindert. Alles loslassen, was das verhindert. Okay? Für wen macht das Sinn? Schreib mir mal ein Ja nochmal ins Kommentarfeld. Oder wenn du Fragen hast, gerne auch her damit. Ich gucke da nachher gerne rein und gehe darauf ein. Was auch hilfreich ist, fällt mir jetzt gerade noch ein, weil ich hatte gestern so eine Liste in der Hand und war mal wieder erstaunt, was ich da schon alles durchstreichen durfte. Mach mal eine Liste und schreib drüber, damit ist jetzt Schluss. Schreib mal die Dinge auf, die du künftig nicht mehr in deinem Leben haben möchtest. Und allein durch das Aufschreiben, also diese Liste, die ich gestern in der Hand hatte, keine Ahnung, wann ich die geschrieben hatte, ich weiß es, das weiß ich jetzt wirklich nicht mehr, mag ich jetzt kein Datum sagen, kein Jahr. Ich war sowas von erstaunt, was ich da alles streichen konnte, was alles schon zur Lebenswirklichkeit geworden ist. Das sind die Dinge, wenn du es schriftlich fixierst, und das hat mir ja total Rückenstärkung gestern auch gegeben, es ist ja nicht so, dass ich auch mal nochmal am Zweifeln oder so bin und so der Kopf versucht mir da zu sagen, funktioniert das jetzt wirklich, ist das wirklich das und. Aber ich habe mir inzwischen eines angeeignet, dass ich ihm immer gleich sage, du, netter Versuch, was du mir gerade versucht hast, da einzureden. Will ich nicht glauben. Verzieh dich mal wieder auf die Couch, darfst weiter beobachten. Ich bin hier der Chef in meinem Leben. Okay? So. Und das sind die Dinge, wo ich dann auch meine, wo dieser Glaubenssatz trifft, den ich dir vorhin auf den Weg gegeben habe mit. Kaum denke ich an etwas Schönes, schon wird es zur gelebten Realität. Es funktioniert. Mach dir wirklich mal eine Liste mit den Dingen, die es künftig in deinem Leben nicht mehr geben, also die du ändern möchtest. Und du wirst staunen, wenn du dich auf diese Reise hier einlässt, so wie ich dir das gerade mit auf den Weg gegeben habe und gerne auch mit mir zusammen da diese Schritte gehst, damit du es dir einfacher machst. Wenn du nächstes Jahr am 13.12. drauf schaust, dann wirst du staunen und rückblickend sagen, wow. So, liebe Dagmar, guten Morgen. Schön, dass du auch dabei bist. So, ich habe dir jetzt natürlich andere Dinge erzählt, als das, was man dir bislang erzählt hat. Weil man hat uns ja erzählt, mach eine Ausbildung, such dir einen sicheren Job im Angestelltenverhältnis. Oder zu 100% selbstständig zu sein, ist riskant und unsicher. Ich glaube, gerade das ist dieses Jahr absolut widerlegt worden, dass das definitiv nicht mehr der Fall ist. Oder auch mit den Dingen, mit dem, was du auf selbstständiger Basis machen möchtest, kann man nicht viel Geld verdienen, schon gar nicht ein stabiles Einkommen generieren. Da sind wir wieder bei dem Wasserhahn, dem System, das sich dahinter verbirgt. Das musst du auch kennen. Damit funktioniert es dann einfach auch nur, dass du wirklich ein stabiles, sicheres Einkommen jeden Monat hast und nicht Monat für Monat auf ein neues anfängst und schon gar nicht mal künftig dem Geld hinterher rennst. Und was man uns auch erzählt hat, mir insbesondere öffentlicher Dienst, behalt deine sichere Stelle, sonst musst du ja noch mehr arbeiten. Ja? So, also da wird jetzt deutlich, egal wie simpel sich das jetzt alles anhört, es greift alles ineinander. Es darf da kein Fehler in diesem Prozess gemacht werden. Es darf auch nicht das eine weniger gewichtet werden als das andere, sondern es ist im Kontext, im Zusammenhang zu sehen. Okay, liebe Julia, guten Morgen. Schön, dass du auch dabei bist. So, ihr Lieben, macht das Sinn für euch? Für diejenigen, für die das jetzt Sinn macht und die sagen, wenn du sagst,
Das macht absolut Sinn. Ich will jetzt, ich habe vor allem eins begriffen. Ich möchte jetzt nicht noch weiter wertvolle Lebenszeit verlieren. Ich will jetzt wirklich mein eigenes Ding machen. Und ich will nächstes Jahr im Dezember definitiv auf mein Leben zurückblicken und auch sagen, wow, was für ein grenzgeniales Jahr, weil es mir auch wert war, mir die Hilfe zu gönnen, mir es wirklich zu erlauben, die Hilfe anzunehmen und wie ich mir früher und vorher auch alles Mögliche beigebracht habe, dass das jetzt auch ein Ende hat und mir wirklich jemand zeigt, wo die Klarheit ist zu meinem Seelenplan. Was genau wirklich meinen Zielen entspricht, also die Dinge noch mal ganz genau durchleuchten, individuell abgestimmt auf dich, dann bewirb dich um einen der freien Plätze in der Akademie. Ich habe dir den Link gerade reingepostet. Genau, für die Schnellentscheider von euch, solange noch Plätze da sind. Weil stell dir mal vor, wie es wäre, wenn wir zwei, du und ich, das jetzt mal gemeinsam machen würden, ganz individuell auf dich abgestimmt. Du kennst so den groben Plan jetzt, da versteckt sich ja noch viel, viel mehr dahinter. Das gibt ja der Zeitrahmen hier nicht her, das ist auch nicht an einem Tag getan, ja? Und stell dir mal vor, wie es wäre, wenn wir zwei, du und ich, das jetzt wirklich mal gemeinsam auf dich abstimmen würden, dass du die Klarheit hast, was deinem Lebensplan entspricht, deinem Seelenplan, dass diese Schleier, diese Gelübde, Versprechungen, Prägungen, Energien, was auch immer sich da in deinem Energiefeld auffällt, wenn wir das gemeinsam lösen. Wenn du auch eine Unterstützung dabei hast, wie du es wirklich haben willst. Das ist eines der Dinge, was mir so schwer gefallen ist. Ich konnte das gar nicht mal wirklich klar definieren, wie ich es selbst haben will. Da waren so viele Dinge über mich gestülpt, wie so ein Damoklesschwert, dass ich gar nicht wirklich was richtig zu Papier gebracht hatte, wie ich es wirklich haben will. Und der nächste Punkt. Wenn du Unterstützung dabei hast, dass du tagsüber wirklich auch in diesem neuen Bewusstseinszustand, über den wir eben gesprochen haben, den auch wirklich zu 90% halten kannst, dich auf den, das wird nicht vom ersten Tag an sein, aber dass du dich auf den Weg dahin begibst, dieses 70-30-Verhältnis, über das wir eben auch gesprochen haben, mal switcht. Ja, in 70% Fülle und 30% Mangel. Und auch das wird dann in der Zukunft weniger sein. Wenn wir es mal schaffen, zu 100% in der Fülle zu sein, dann sind wir, glaube ich, erleuchtet. Aber was verändert es schon alles, wenn wir wenigstens das Ding von 70 zu 30% drehen, dass wir 70% in der Fülle sind, in diesem neuen Bewusstseinszustand, was sich dir eben hier gezeigt hat, in dieser neuen Identität, deinem neuen Ich hier. Und dann auch gemeinsam das System integrieren, das dazu passt. Stichwort Wasserhahn, was sich dahinter verbirgt. Also einer genauen Schritt-für-Schritt-Anleitung folgen. Ja, also wenn ich an mich zurückdenke, an früher, wie lange, wie viele Jahre habe ich es selbst versucht, wie oft habe ich versucht, andere nachzukopieren und gesehen, die macht das so, der macht das so, dann war da mal probiert. Aber das System, das sich dahinter verbirgt, deshalb konnte das bei mir auch nicht funktionieren. Und wie viel rascher könntest du wirklich zu 100% erfolgreich dein eigenes Ding machen, wenn du es dir jetzt erlaubst? Und das Ding ist auch, wenn du jemanden an deiner Seite hast, wie mich, jemand aus meinem Team, diese Ablenkungen von außen, die haben kaum noch eine Chance. Und du hast wirklich immer direkt auch eine Hilfestellung. Ja? Also, für wen ist das Angebot, sich jetzt hier überhaupt in der Akademie zu bewerben? Wenn du bereits nebenberuflich selbstständig bist oder es künftig gerne werden möchtest, wenn du wirklich, wirklich wissen willst, warum du hier auf der Erde bist und so ahnst, dass da noch was in dir verborgen ist, und ich glaube, das ist der Fall bei dir, sonst wärst du hier nicht dabei. Du musst natürlich auch offen sein, dafür sein, wirklich in deine persönliche Weiterentwicklung zu investieren und diese Grenzen, diese Fesseln auch endgültig
zu sprengen und du musst auch bereit sein für neue Ideen und Denkanstöße und wirklich auch ganz wichtiger Aspekt, du musst wirklich künftig selbstbestimmt und frei leben wollen und gerade jetzt völlig unabhängig von äußeren Umständen. Für wen ist ein Platz in der Akademie definitiv nicht? Auch da Klartext, Leute, die lieber nur davon träumen, wie es ist, ein freies, unbeschwertes Leben zu leben. Leute, die Ausreden suchen und sich beschweren, weil damit beschwert man sich letzten Endes nur selbst, aber es gibt Menschen, die wollen das einfach, vollkommen in Ordnung. Für wen ist auch ein Platz in der Akademie nicht, die sich Menschen, die sich nur informieren wollen und die nicht bereit sind, wirklich die entscheidenden Dinge auch umzusetzen und wirklich auch Ergebnisse, Resultate zu erzielen. Und ja, auch die Menschen, die es nicht ernst genug meinen, ihrer Berufung zu folgen, auf ihr Herz zu lauschen. Ich denke, die ersten Punkte, für wen ein Platz in der Akademie richtig ist, die treffen zum größten Teil auf dich zu, sonst wärst du nicht hier, sonst wärst du nicht in meinem Universum, sonst wärst du hier nicht in der Community, sonst wärst du auch hier nicht bei dem Live heute Morgen dabei. Also, wenn du jetzt wirklich aufhören willst, von deinem wunderschönen, freien Leben zu träumen und wirklich die Klarheit haben möchtest, was ist deine Vision, was ist deine Mission und da 2021 wirklich grenzgeniale Ergebnisse, fantastische Resultate und auch stabil, langfristig Erfolg haben möchtest, dann bewirb dich. Klick auf den Link, du findest ihn im Kommentarfeld. Ich schreibe dir auch gerne nachher nochmal auf das Video, über dem Video obendrauf. Facebook lässt mich da manchmal nicht. Bewirb dich. Wir schauen dann, wann wir und wie wir gemeinsam starten können. Ich mache das hier wirklich. Ich habe so viel meiner Ziele erreicht. Ich möchte da wirklich was weitergeben, möchte, dass auch du deine Ziele erreichst und weiß einfach, wie viel mehr für dich möglich ist, was du bis eben noch gar nicht für möglich hältst. Du kannst so viel mehr Freude, Spaß, Leichtigkeit und auch Geldenergie in deinem Leben haben, was wirklich elementar wichtig ist. Hallo liebe Bernadette, dass du jetzt handelst, dass du nicht weiter noch mal wertvolle Lebenszeit vergeudest. Wenn du zu den Auserwählten gehören möchtest, es gibt natürlich immer nur begrenzte Platzanzahl, dann bewirb dich jetzt, zöger nicht länger. Ich weiß aus eigener Erfahrung, sonst wirst du weiter auf der Stelle treten. Wenn du keine Entscheidung triffst, dann treffen andere Entscheidungen für dich. Du tust es für dich, für dein Leben, für dein Herz, für deine Seele. Letzten Endes wirklich für das Wertvollste, was du letztlich wirklich hast. Es ist dein Leben. Und was auch immer gerade deine größte Herausforderung ist, ich habe sie in der Vergangenheit gesehen. Ich weiß, wie man sie überwindet. Warum? Weil ich diesen Weg wirklich selbst gegangen bin. Und ich weiß, dass du daran interessiert bist, dein wahres Potenzial zu entdecken, dein volles Potenzial zu entfalten und dir ein freies Leben gestalten möchtest. Sonst wärst du nicht hier in meinem Universum. In diesem Sinne, ihr Lieben, ich poste den Link nochmal rein. Du kennst das ABC zu deinem persönlichen Erfolgsjahr 2021 jetzt. Es liegt an dir jetzt, jegliche Bremsen zu lösen, die Dinge umzusetzen. Nur du bist diejenige, die jetzt die Entscheidung treffen kann und letzten Endes die auch bewertet, ob es geht oder nicht. Das ist dein Denker. Ich darf dir eins sagen, es funktioniert. Warum kann ich das so mit Sicherheit sagen, dass es definitiv auch für dich funktioniert? Weil wir alle aus der gleichen Quelle kommen, aus der Quelle allen Seins. Jeder von uns. Jeder, ja, bis eben mit einer anderen Lebensgeschichte, aber wir kommen alle aus der gleichen Quelle, sind aus dem gleichen Material und deshalb ist nach dem universalen Gesetz auch alles, alles für dich möglich, wenn du es dir erlaubst. Wisse, du bist großartig, du bist wunderbar, du bist einzigartig. Und wisse auch, du hast es verdient und du hast es nicht nur verdient, du hast das allerbeste verdient. Es ist dein Leben und dein Leben meint es gut mit dir. Erlaube dir nach den Sternen zu greifen. Erlaube dir nach den Sternen zu greifen.
Danke für dein Sein, danke für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf die persönliche Begegnung mit dir. Bis dann. Ciao, ciao.